Neues Spiel, neues Glück. Und jetzt ist die große Frage, wo hüpfen wir raus? Vielleicht hier. Ja, das machen wir. Ihr seht, ich habe was Weißes an, das ist immer ganz gut, weil in der Candy, da ist es immer ganz gut, wenn man was Helles anhat. Dann wird man nicht so gesehen. Kontrast ist alles. Kontrast ist eine der Key Mechanics, mit denen man Gegner spottet. Und da drüben ist eine ganze Horde runtergekommen, aber mit mir glaubt nicht, oder? Wie ist denn das? Ich sehe nix. Da drüben sind viele. Doch, da kommt einer. Da kommt einer. Kommt der zu mir? Nee. Kommt der zu mir? Nee. Sieht nicht so aus. Wäre jetzt ultra blöd, wenn... Okay. Va bene. Gut. Passt. Schnell nach alle Magazine, ganz ehrlich. Mach ich lieber an meine Stunde da. Da war noch irgendwo einer unterwegs, oder? Die Inferno schießt sie da nicht. Dann mache ich bloß alle auf mich aufmerksam, das will ich nicht. Wir looten kurz. Noch ein bisschen. Das ist gut. Boah, die ist auch ultra verlockend. Nee, nehmen wir nicht. Ich habe dafür keinen. Kein Extended mehr. Wir sind in der Zone, das ist eigentlich gut. Schau dir noch cool. Und ein Red Dot oder so, so ein Holo. Red Dot Holo. Und da ist es. Gut. Ja, wenn da einer rattet, dann kannst du da eigentlich nicht viel machen. Außer dich ärgern. Außer dich ärgern. Lass mich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da müssen wir hin. Ich bin hier noch weiter looten. Einfach zu verlocken. Ultra. Ultra. Passt. Passt. Schalli noch? Aber den kriegen wir nicht, oder? Nee.
Flugzeug direkt über uns kommen. Ultra riskant. Da hat nichts abgeworfen. Ich muss hier weg. Ich will hier nicht zu lange rumlooten. Das Zentrum der Karte. Was halt richtig cool wäre, wenn wir jetzt vom Eisbären gefressen werden einfach. Puh. Ey, ganz ehrlich. Ich kann einfach hier chillen. Motorrad? Ist einer drin? Das wäre erst auch witzig. Ja, was mache ich jetzt hier mit meinem Zonenglück? Lege ich mich jetzt einfach hier hin und erzähle euch was vom Weihnachtsmann hier? Könnte man ja eigentlich machen, ne? Auto. An uns vorbeikommen. Blutet der jetzt da drin? Nee, ne? Lootet der jetzt da drin? Achso, ich könnte meinen Eye-Tracker anmachen. Ja, jetzt ist die große Frage, kommt PUBG 2 raus? Kommt ein Extraction-Shooter, PUBG Extraction-Shooter raus? Gab es ja verschiedene Diskussionen, Theorien zu dem Thema. Der ist nicht hier raus, oder? Ist der vorbeigefahren? Ich weiß es nicht. Geht's ab. Da drüben geht's ab. Interessiert mich aber jetzt erstmal nicht. Im FPP-Modus ist es wirklich wichtig, dass ihr... Da oben geht die Party. Aber ich glaube nicht, dass ich mir den jetzt nehme. Zu gefährlich für mich. Lieber ein bisschen zugucken. Wichtig, wenn er sowas macht, immer markieren, damit er wisst, wo die Gegner sind. Wenn ihr wisst, wo der Gegner ist, dann braucht ihr den gar nicht bekämpfen. Also es reicht zu wissen, wo der Gegner ist. Dann könnt ihr ihn vermeiden. Tappt nicht in Fallen rein. Das bedeutet, aufklären ist wichtiger als gut kämpfen. Wenn ich weiß, wo der Gegner ist, deswegen war die Drohne damals auch so ultra mächtig. Wenn ich weiß, wo der Gegner ist, dann kann ich eigentlich um ihn rumlaufen in die Zone und der Metzel dann irgendwie, er ballert sich, gibt sich irgendwelche Gefechte mit anderen und dann habt ihr mit dem nie was zu tun. Also ihr werdet euch gar nicht über den Weg laufen, wenn ihr wisst, wo der Gegner ist. Deswegen aufklären, gucken, wo der Gegner ist, strategisch spielen. Gleicht so viel Skill aus. Und ich ratte hier gerade fleißig. Es geht halt nicht anders. Das muss ich jetzt mal machen. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen rumratten. Ja, haben sie immer noch. Sind immer noch schön in der Zone. Aber ich glaube, der ist vorbeigefahren. Ich sehe ihn nicht. Hätte ich eigentlich mittlerweile schon mal sehen müssen, wenn er da unten wäre. Außerdem habe ich da, glaube ich, nicht mehr so allzu viel gutes Zeug übrig gelassen. Das Einzige, was ich nicht habe, so viel ist Medis. Boost-Items. Aber die Karte, obwohl es eine der größten Karten schon war, damals als sie rausgekommen ist, ganz ehrlich, mini-klein im Vergleich zu Rondo. Da kommt er, da läuft er nach rechts. Er hat einen Monster-Sniper, das ist ein Problem. Eine Monster-Sniper, der Bro. Kommt jetzt gleich hier irgendwo raus wahrscheinlich. Das ist übrigens auch eine gute Methode, um es rauszuholen. Ja, seht ihr? Für mein Vierer-Scope leider nicht wirklich die richtige Kampfentfernung. Nichts kommt im Auto.
don't like it. Let's go! Push! Das ist gefährlich, was ich da mache. Rechts, der muss jetzt von rechts kommen. Noch 36. Hinter mir war auch noch einer. Ich will jetzt nicht, dass sie mir in den Rücken schießt. Auto. Direkt vor mir. Fährt von mir weg. Okay. Sieht so aus, als hätten wir das hier für uns, würde ich sagen. Links Schalli Sniper, R&B Guy, R&B Kasper, Kasper drum. Hat einen Schalli Sniper, Sniper Schalli. Boah, nee, oder? Da muss ich jetzt durch? Ich will den nicht hinter mir haben. Autoreifenspuren. Problem. Wo ist das Auto dazu? Hä, wo ist das Auto hingefahren? Die Autoreifenspuren, ich sehe sie nicht mehr. Okay. Viererscope. Checkmate. TTV. Sind ein paar Streamer am Start, wie es aussieht. Da sehe ich einen. Ah, ne, doch nicht. Das hat jetzt ultra ausgesehen, wie so ein Typ. Hup, schrapp, schrapp. Moped. Jetski. Denk noch dran. Hat er uns nicht gesehen übrigens. Der Jetski Bro hat uns nicht gesehen. Hatte der den Schalli? Hatte der den Schalli? Nee, hat er nicht. Ich hasse mich dafür, dass ich das getan habe. Scheiße. Das ist nix. Ich verzieh mich. Ja, R&B Kasper hat sich den anderen Typen geschnappt. So, hinter mir ist er, der R&B Kasper. Hilft nix, weil vor mir ist mit Sicherheit auch einer. Noch 24 am Leben. Dachte ich hätte einen können. Ich glaube, dass der
an mir vorbeigefahren, sehr gut. Okay, ich glaube nämlich, dass der Typ, der da... Nee, ich weiß nicht, der Kasper... Ach, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ignoriert, was ich gesagt habe. Hinten kommt keiner mehr, oder? Einer von hinten? Ugly! Das war das Coupé, oder? Die Ecke da drüben quält mir überhaupt nicht. Völlig unübersichtlich. Jetzt muss ich da... Nee, oder? Schaut euch das an! Geil! Ich könnte mir das Auto schnappen. Ich muss da durchs Dorf. Worst case. Kommt auch noch so ein Kasper mit seinem Flugzeug da an. Kommt da noch so ein Kasper mit dem Flugzeug. Verlockend ist es ja schon, sich jetzt ein Fenster zu zaubern. Der kommt jetzt gleich. Ich bin mir sicher, dass ich hier einigermaßen safe bin. Ist da hoch. So, jetzt ist die große Frage, die ihr euch sicher alle stellt. Hat das Auto Tank oder nicht? Was macht denn der? Der jetzt dein Auto nehmen. Fährt noch. Gehen wir mal da hoch. Oh shit, das wird hässlich. Schon das erste Mal. Ja, die Alternative wäre gewesen, über das offene Feld zu laufen und auch zu sterben. Das ist halt so. Die Alternative wäre genauso hässlich gewesen. Ist er allein da oben? Wirklich? Das Auto. Ich hätte gedacht, dass er weiter links ist. Und das war's. Oh, da schießt aber einer gut durchs Gras, ey. Durch den Rauch. Respekt! Was? Nee, der schießt aufs Auto. Kann das sein? Ja. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Ja, gut, wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, übers Feld zu schleichen, aber das schaffst du auch nicht. Weil es waren noch 12 übrig. Wenn noch 12 übrig sind, übers Feld schleichen. Einer von den 12 sieht dich.
Oh mein Gott, wie hässlich. Oh mein Gott, wie hässlich. Das Auto scheint irgendwie so ein sehr beliebtes Ziel zu sein. Rotz einfach weiter aufs Auto drauf und verrate damit deine Position. Ich verstehe nicht, wieso die das machen. Echt, keine Ahnung. I don't understand. Was macht er denn? Stehen da. Genau, da drauf zu gucken, das ist, rentiert sich auf jeden Fall. Uiuiuiui, okay. The Camper Avenger. Oh shit, da war er. Habt ihr ihn gesehen? Was macht denn der? Er liegt direkt neben dem Auto. Das war das Auto, was ich gesehen hatte. Das andere hatte ich gar nicht. Das ist es. Das ist das, was ich meine. Da wäre ich jetzt unten gestanden. Ich würde auch lieber auf den Sniper schießen. Playzone, ja, das war er. Devil May Cry ist gerade von der Zone geplättet worden. Das war der Sniper-Schuss. Rechts haben wir noch irgendwie eine DMR oder irgendwas. Meine Güte, es geht voll noch ab. Nächste Sniper. Auf dem Berg hocken, glaub, drei Sniper mindestens. Tony Montana hat einen erwischt. Oh mein Gott. Warum zielt er die ganze Zeit dahin? Warum guckt er die ganze Zeit dahin? Ich glaube, der muss noch ein Aimbot kalibrieren, das ist es. Was macht das? Also was halt auch ultra verdächtig ist, wenn du direkt neben dem Auto bleibst, ne? Dann sind die Chancen... Also da guckt halt jeder hin. Vor allem, wenn es eins mit Skin ist. Und dadurch, dass er auch die ganze Zeit am Rumkriechen ist, kann er die Gegner auch nicht wirklich hören, weil er ja ständig selber Sound macht. Okay, Erfolg gibt dem recht. Genau. Nee. Macht er jetzt, kriegt er das Chicken Dinner? Nee. Man hört das Kriechen auch relativ laut übrigens. Boah, yo, 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 der rattet sich jetzt durch bis in die Top 2. Das ist eigentlich eine schlaue Strategie. Gibt's nichts dagegen auszusetzen. Beziehungsweise nichts dagegen einzuwenden. Für die Deutsch-LKler unter euch. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt kommt er. Scheiße, der läuft jetzt der... Oh mein Gott.
Was? Fünf Leute schauen ihm zu. Okay. Fünf Leute schauen ihm zu. The Lazy Runaway. Der Headshot war nice. Da ist er. Okay, der hat gut gespielt. Der Headshot war krass. Der war einfach nur Glück gewesen, glaube ich. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.